Ich dachte, ihr habt mal aussortiert und das ganze Zeug Die Chefin wollte aussortieren. Chefin hat nicht aussortiert. Chefin hat sortiert. Da kam nicht so viel Geld raus. Königin der Soßenwiederholung. Wahrsager. Zauberer erstmal. Ich hab heute Glück. Ich fang schon mal an mit Gießen. Du kannst ganz zum Zauberer gehen, aber ich glaube, der kann noch nicht. Der ist noch nicht da. Ja, ich hab heute Glück. Können wir ja dann eh mit aller Ausgiebigkeit im Winter gehen. Da haben wir ja nichts mehr zu tun. Unten sind sogar wieder Es gibt doch auch Wintersaat. Was? Es gibt auch Wintersaat. Aber du kannst im Winter nichts anbauen, das stimmt. Doch, kannst du. Ja. Es gibt Sachen, die man im Winter sehen kann. Moment, nur die Wintersaat, aber nichts anderes. Ja, das ist aber fast keine Arbeit. Du musst, glaube ich, im Winter nicht gießen oder so, irgendwie sowas war's. Turm des Zauberers ist jetzt übrigens davon ausgegangen, dass stehen keine Öffnungszeiten dran. Tja, dann ist er vielleicht immer offen. Und ich fange mal von unten an. Oh, sind hier viele Lachsbären, ey. Mietzekatze läuft übers Beet. Ja, was mach ich? Mietzekatze. Die legt sich jetzt mal aufs Beet und schläft, ey. Das ist typisch Katze. Da arbeitet jemand. Ich will mitmachen und rein mitten drauf und stören. Nein, Black, du darfst nicht in zwei Streams sein. Du darfst nur bei mir sein. Wisst ihr, so sind die Frauen. Alles meins. Meins. Ja, mein Follower, nicht deiner. Brüderlich geteilt und schwesterlich beschissen, ich sag ja. Die Adjektive sind schon aus dem Grund so. Brüderlich geteilt und schwesterlich beschissen ist kein Adjektiv. Schwesterlich und brüderlich, doch. Sind ja wohl Adjektive. Aber die Definition, aber schwesterlich und brüderlich nicht. Aber brüderlich ist was Positives, schwesterlich nicht so richtig. Nee, nur für dich. Ich habe zwei große Schwestern, ja? Und die sehen das selber so. Ja, ich aber nicht. Weiß ja nicht, wie du deine Schwestern erzogen hast, aber... Ey, meine Schwestern sind 12 und 14 Jahre älter. Ich habe die gar nicht erzogen. Na, du hast doch bestimmt Einfluss. Ich habe eher Einfluss auf meine Neffen und Nichten. Das mag sein. Benny hat Macht. So, jetzt habe ich keine Energie mehr quasi. Ich gehe erstmal direkt wieder pennen um 9. Ich eigentlich auch nicht. Wieso Rentner? Ein bisschen Gartenarbeit und erstmal ein Schläfchen machen. Schlafen? Schon mal was vom zweiten Schlafen gehört? Ja, Powernap oder Mittagsschlaf nennt sich das. Ja, 9.30 Uhr Mittagsschlaf. Ich gehe jetzt tatsächlich auch schlafen. Wir machen einen Vormittagsschlaf. Lieber Felix, tu uns den Gefallen, geh nicht auch schlafen, sonst ist der Tag nämlich schon wieder vorbei. So 9 Uhr, ja, Tag vorbei, tschüss. Ich gehe Lachsbären gerade hier sammeln. Wann kriegen wir eigentlich die Sauna? Das dauert. Das kriegen wir von diesen Viechern, wenn wir da irgendwas erledigt bekommen. Ist das nicht auch im Frühling irgendwann? Nee, das ist doch mit diesen Sammelquests, wo wir dann lösen müssen, oder? Und dann reparieren die uns die. Das könnte natürlich sein, ja. Wir hatten hier unten das Frühlingszwiebel gesät. Die sind automatisch dort, die wachsen wild. Okay, das waren gerade 9 Stück auf einem Haufen. Sehr schön, und die kannst du direkt verkaufen, wenn es keine silbernen sind. Oder goldene. Goldene braucht man nur. Silberne haben wir, glaube ich, sogar schon. So, und Black, dass ich kann auch auf rhetorische Fragen antworten. Ich habe jetzt 30 Lachsbären schon gesammelt. Ja, ist doch gut. Hau die alle weg. Wenn keine goldenen und silbernen dabei sind, weg damit, die bringen Geld. Und, haben wir Blumenkohl schon aufgehoben? Du kannst sie vom Prinzip her auch direkt im... Nee, der Laden hat zu. Schmeiß sie in die Tonne. Was soll offen haben? Ich wollte wissen, ob wir Blumenkohl schon aufgehoben haben, aber haben wir noch nicht genug gehabt. Wir hatten nur 2 Stück aufgehoben. Also ich mache jetzt immer 6 Stück von jedem plus 2-3 goldene oder 2-3 silberne. Aber 2-3 silberne brauchen wir eigentlich nicht. Silber brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sicher danach. Ja, kannst du Robin vorbeibringen. Die muss ich nämlich auch noch finden. Rechts unten, wenn du nach unten läufst, zu dem großen Fell. Bei den Wildsachen da unten, wo du gerade meintest? Ja. Die liegt ja, glaube ich, immer dort. Das ist eine gute Idee. Dann habe ich nämlich heute auch noch was zu tun. So, und ich gehe jetzt erstmal zum Schmied und lass die Geoden aufbrechen. Ich habe nämlich in Omni-Geode habe ich gefunden, immer. Ach schön, ja. Dann habe ich noch 5 andere Geoden. Dann guck doch mal, hast du in die Truhe geguckt, weil da sind auch noch Geoden von mir. Die habe ich schon mitgenommen. So rechts unten, ja. Also Ben weiß wo, ne? Ja, wirklich ganz rechts unten. Hast du gerade diese merkwürdige Vertonung in meinem Spiel? Ich was? Nein. Da rechts, hier oben. Ah ja. Hier lag es auch letztes Mal. Also noch nie alles an Geld ausgeben. Ich brauche ein bisschen Geld zum Aufbrechen. Wir können gar nichts ausgeben. Es ist Mittwoch. Und wer war Robin?
Robin die, ist die Schreinermeisterin. Genau. Das ist da, wo ich gerade vorbeigelatscht bin, bestimmt, ne? Nee, Black, das, ich bin keine Uhr. Ich, Moment mal, Robin steht doch hier, oder ist das nicht Robin? Was? Das ist doch die, der den Kuhstall... Ach nee, das ist Lea. Nee, Robin ist die, wo du Sachen bauen kannst. Genau, die erweitert unsere Wohnung. Ich bin ein Metronom und keine Uhr. Irgendwie bin ich jetzt falsch gelaufen. Ja, toll. Leben, super. Wenn wir haben es verstanden, du brauchst Musik in diesem Spiel. Ja, das ist tatsächlich sowas, wenn ich keine Musik habe, dann fange ich irgendwann an, vor mich hin zu summen und komische Geräusche von mir zu geben. Dann mach doch die das Spiel nur den Ton und nicht die. Aber da habe ich nicht die passende Musik zur Szene. Und dann machst du Musik an deinem Rechner. Aber dann kann ich das nicht auf YouTube stellen. Stimmt. Oder zumindest findet YouTube das nicht so cool, wenn man das dann macht. Ja, nö, ich meine, dann monetarisiert halt der Besitzer von dem Lied dein Video, aber der gewinnt da eh nicht viel. Monetarisieren. Also, das wird ja, aber die können das trotzdem monetarisieren. Hier, Robin, ich hab's gefunden, die ist in der Schreinerwerkstatt. Ja, die können's, du kannst das nicht monetarisieren. Hey, du hast meine Axt gefunden, was für eine Erleichterung. Ich hab mir fast den Zähler an abgeschlagen, danke dir. Erstmal 250 Kohle abgreifen. Das bringt echt Geld. Das heißt, wir haben morgen garantiert über 2000. Das heißt, einer von uns kriegt eine Angel oder einen Rucksack. Wer möchte denn gerne eine Angel oder einen Rucksack? Ich möchte Angel. Spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck oder so? Das geht schlecht. Ihr könnt von mir jetzt erstmal einen Rucksack holen, damit ihr weiter in der Mine vorkommt, mehr rausholen könnt. Ich glaube, das ist tatsächlich sinnvoll. Wo kann ich meine Belohnung abholen? Ach ja. Über dieses Ausrufezeichen. Sternfruchtsaat habe ich bekommen. Aber Sternfrucht dachte ich wäre... Naja, die Geoden aufbrechen lassen und die Mineralien spenden dem Museum. Da kriegst du alle 10. Aber ich dachte, Sternfrucht wäre dann Sommer erst. Sommer oder Herbst sogar. Kannst du mal gucken, steht dabei. Ja, wenn du rüber gehst. Pflanze im Sommer, sie wächst genau. In 13 Tagen heran. So. Nämlich die längste 13 Tage. Gotteslachs habe ich immer noch nicht, weil ich nicht weiß, wo es den gibt. Du wirfst gleich mit Fusseln, mit Wattebällchen beworfen, bis ich blute, glaube ich, gleich, wenn ich weiter Bub-Bub mache. Ja. Garantiert. Hofarbeitsstufe 1. Und stelle eine Vogelscheuche her. Ich muss eine Vogelscheuche herstellen. Ja, mach das doch mal. Hühnerstall muss ich bauen. Und den Schmelzofen. Und tiefer in die Mine. Gut. Ich versuche jetzt erstmal noch einen Gotteslachs zu finden. Der ist bestimmt in dem Fluss. Ein Kaulbarsch. Ist ein Gotteslachs, könnte sein, ja. Muss mal gucken, ob das... Ist das eher ein Fluss oder ist das ein See? In der Stadt ist auf jeden Fall ein Fluss. Dann gehe ich mal in die Stadt. Das hier müssen Lachse sind doch Flüsse, oder? Hm? Ganz allgemein sind Lachse eher Flussfische, ja. Süßwasser, ja. Ja, Süßwasser ist im See ja auch, also das ist ja... Oh, da hast du natürlich recht, aber ich glaube Lachse sind tatsächlich Flussfische. Die und brauchen ich glaube, das Spiel orientiert Wasser. Sich tatsächlich daran. Was Fluss und was... Du musst leider schon hinter weg, Black, das ist schade, aber dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wenn die schon so spät ist für dich. Noch ein Zwergwels. Perfekt. Das war jetzt ähnlich wie bei dir. Der Gotteslachs. Sehr schön. Ich weiß, wo es ihn gibt. Auch im Fluss halt, ne? Im Fluss, genau. In der Stadt. Und den soll ich jetzt, wem soll ich den bringen? Das bringt nämlich nochmal schöne 90. Der Evelyn, wer war denn? Evelyn war die Frau vom Supermarktbesitzer Pierre, oder? Du folgst die mit dem grünen Hahn, könnte sein, ja. Okay. Warte das, ach. Und wir müssen eine Kiste extra für Saatgut machen. Ja, finde ich auch. Wieso für Saatgut? Ja, weil Saatgut normalerweise soll das doch ausgesät sein, das Saatgut. Nee, wir werden ja auch später welches im Vorrat machen für die nächste Saison immer. Eben, du wirst immer was kriegen, was du nicht saisonal anbauen kannst. Wenn du Sommerzeug kriegst im Winter, kannst du es nie anbauen. Du musst es sammeln. Und vor allen Dingen, wenn du dann im Frühling, am Ende vom Frühling, du kannst ja dann irgendwann aus den Früchten kannst du neue Samen herstellen. Und dann macht es schon Sinn, dass man im Frühling schon Samen herstellt, die man dann im nächsten Frühling wieder aussät. Wir planen das Ganze ja als Langzeitprojekt. Ach so. So.
Oh Mann, jetzt komme ich nicht zu Evelyn rein, weil Mittwoch ist. Ja, aber in der Bar wirst du doch sehen. Aber da ist sie nicht. Evelyn geht nicht in die Bar, die ist anständig. Aha. Ich will da jetzt rein. Ich durchsuche mal ein bisschen Müll. Jetzt habe ich extra diesen blöden Gotteslachs gefangen. Soll ich jetzt mal bei Wikipedia gucken, wo die rumrennt? Oder ist das wieder Cheaten? Ach, das brauchst du. Nein, ist nicht Cheaten. Das ist nur gucken. Cheaten ist, wenn du den Code eingibst und was bekommst. Sehr gut, dann gucke ich jetzt. Cheaten ist ein ziemlich weit gefasster Begriff, wenn man es als Schummeln interpretiert, ja. Du kannst auch als Wort zusehen. Stardew Valley. Vielleicht rennt sie ja heute nochmal draußen rum. Ich glaube es zwar nicht, aber... So. Evelyn, Spring haben wir jetzt. Oh, das ist die Oma, das ist gar nicht die von dem Dings. Ja, siehst du, dann kannst du es sogar noch abgeben. Und ich suche immer noch, wer der Robin ist. Du hast doch, irgendjemand hat den Gotteslack schon abgegeben, warum hat er mir das nicht gesagt? Nee, habe ich nicht, ich habe es falsch abgegeben, ich konnte es nicht abgeben. Ach so, stimmt, ja, du hast es der Falschen gegeben, ja. Ich glaube, ich mache gleich mein Handy an und gucke einfach, wer Robin ist. Mit Schreinermeister kann Robin ist die Schreinermeisterin. Ja. Die ist oberhalb von unserer Wohnung. Vor der Mine. Das große Haus vor der Mine. Ach, Tolles ist verschlossen. Ich jetzt trotzdem nicht mehr rein. Also Evelyn ist auch nicht mehr da. Toll, um 5 Uhr geht die heim. Warte mal, und Monday, Thursday, Saturday? Da komme ich echt nicht hin bei dem Blubberblasen gerade, die ich hier sehe vor mir. Bisschen doof. Secondary von hinten. Okay, nee, die hockt eigentlich immer daheim und da komme ich jetzt nicht mehr rein. Das war's dann mit dem Gotteslachs. Mist. Außen in die Truhe bringt er wenigstens noch was. Nee, den nehmen wir auf. Den wird's ja offensichtlich Quest. Du gehörst eigentlich in den Osten, weil du alles aufheben willst. Schwaben sind diejenigen, die sparen, nicht die Ossis. Ja, aber, die ja, aber aufheben und sparen ist ein Unterschied. Ja. Da hast du vollkommen recht. Okay, ich sag schon nichts mehr. Ja, ist ja besser. Ich komm dir gleich mit dem Schwert. Kannst eh näher und Edge of Edge. Oh, ich angel jetzt noch ein bisschen. Oh, seid ihr beide schon im Bett? Bin auf dem Weg. Na, dann hab ich auch Zeit. Ich guck mir noch mein Hofbuch durch. Ich hab noch ein Buch gefunden. Reiche Hofarbeit Stufe 1 im Stelle. Bei mir ist verarschen. Ja, cool. Kann ich das blöde Buch nicht aufnehmen, weil mein Inventar voll ist, obwohl ich das niemals im Inventar behalte. Das ist doch Quatsch. Moment, jetzt muss ich mal kurz noch was ablegen. Ich sammle derweil noch ein bisschen Goya-Cola für den nächsten Minentrip. Ich muss auch noch die Vogelscheuche herstellen. Eine Kohle, 20 Fasern, da haben wir ja zum Glück genug von. Mache ich das mal schnell. Na, ich gehe jetzt dann. Ich bin auch auf dem gleichen Weg, ich will noch schnell hier 20 was. 20 Fasern. Das Buch holen. Wo haben wir denn Kohle? Im Weißen. Ja, hab schon. Hä? Ich kann das Buch gar nicht aufnehmen, auch wenn ich Inventarplatz hab? Was ist denn das? Und 50 Holz brauchst du. Was, welches Buch? Hier liegt bei mir ein Buch, was ich jetzt endlich. Meine Güte. 300 mal drüber gelaufen. Das Buch gefunden. Ich bin extra für dich nochmal rausgekommen. Dankeschön. Ich kann noch gar keine herstellen. Ich bin noch nicht Farmer Stufe 1 oder was? Echt jetzt? Scheinbar. Du hast 50 Holz, eine Cola und 20 Farmer. Ja, das siehst du doch. Rezept? Ja, du siehst doch, ob du das Rezept hast, genau, bei der Herstellung. Ich muss offensichtlich noch ein bisschen farmen. Alles klar. Das hab ich ja sogar schon. Jetzt geht ja, mal schlafen. Ich geh schon. Ich werde morgen ein bisschen farmen. Wobei, du hast ja heute schon mit Gießen und so geholfen. Ich hab dich nicht eingeladen in mein Bett. Das war der kürzeste Weg. Fischen Stufe 3. Neues Herstellungsrezept Knappenreuse. Jawoll. Ich hab dir extra die ganzen Insektengehirne aufgehoben. Damit du Köder machen kannst. Wir haben bloß 500 bekommen, ne? Und nicht von wegen, wir kommen auf 2000. Okay.